Ob Marco Polo aus Venedig wirklich die Spaghetti aus China importiert hat, vor 700 Jahren? Möglich, jedenfalls benutzte er die Seidenstraße mehr als 6000 Kilometer lang, um für ein paar Jahre das Land zu erforschen, das steht fest. Chinas Präsident Xi Jinping hat die Gegenrichtung genommen, um Italien an seine neue Seidenstraße anzuschließen. Er kam persönlich, denn Italien will als erste große Wirtschaftsnation, als erstes Mitglied der 7 Industriemächte G7 und als erster großer EU-Staat bei seiner Initiative mitmachen. Die Intensivierung der Beziehungen zwischen den beiden Ländern müsse in einem möglichst offenen und transparenten Rahmen geschehen, so der italienische Staatspräsident Sergio Mattarella. Die alte Seidenstraße war ein Weg des Wissensaustausches unter den Völkern und des Austauschs wechselseitiger Entdeckungen. Auch die neue muss eine Straße mit zwei Richtungen sein, entlang der Waren, Ideen, Talente, Wissen, weitsichtige Lösungen und Zukunftsprojekte ausgetauscht werden. Dazu der chinesische Präsident. Wir wollen die Synergien zwischen unseren jeweiligen Entwicklungsstrategien stärken, um die Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Hafen, Logistik und Seeverkehr zu verbessern und eine Reihe konkreter Projekte entlang der Seidenstraße zu errichten. Mehr als 100 Länder haben Xis Absichtserklärung schon unterschrieben. Aus Brüssel und Washington kam Kritik an diesem Alleingang der Italiener. Gerade für ärmere Länder sind die Pläne interessant, weil sonst niemand bei ihnen investieren will. Peking will im Rahmen des geostrategischen Vorhabens Milliarden in Häfen, Straßen, Bahnstrecken, Telekomnetz oder Flughäfen stecken.